Willkommen zurück, frisch ausgeruht. Steht er schnell auf. Mein Gott. Das ist übrigens unser Charakter. Den habe ich ja noch gar nicht so richtig so gezeigt. Ja, frisch ausgeruht. Willkommen zurück, Folge 2 Destiny Beta. Und wir gehen zum Orbit, um da unsere nächste Mission anzutreten. In der ersten Folge haben wir ja so ein bisschen eine Mission gemacht und anschließend waren wir im Turm unterwegs und haben uns ein bisschen ausgerüstet. Und jetzt geht es dann weiter mit der nächsten Mission. Schauen wir mal, wie weit es dann noch geht. So auch mit der Beta. So, Mond, da sieht man mal hier Erde und Mond. Erde ist halt auch ein Level und Mond ist auch ein Level. Für später, hier sieht man's. Ne? Da kommt man noch nicht hin. Und da oben kommt noch ein Planet, da kommt noch ein Planet und ich glaube hier unten auch noch einer. Aber momentan haben wir nur die Erde zur Verfügung. Da waren wir gewesen. Das ist schwer, aber gehen wir noch nicht hin. Gehen wir mal hier in Normal und starten das Ganze mal. So. Ja. Ich habe eine ganz komische Sitzposition. Vorhut berichtet, dass sich die Gefallenen über Maschinen im Kosmodrom hermachen. Und ich vermute, dass sie nicht einfach nur plündern. Was immer sie suchen, wir sollten es vor ihnen finden. Ja, dann werden wir das mal machen. Ich habe eine ganz komische Sitzposition, wollte ich mal bemerkt haben. Denn ich sitze so ungefähr einen Meter vom Fernseher weg, weil ich vergessen habe, meinen Controller zu laden. Nein! Ich registriere starke Gefallenenaktivität bei der vergessenen Küste. Das ist meilenweit weg. Warte, hier gibt es ein Fahrzeugnetzwerk der Hüter. Damit könnten wir von unserem Schiff aus ein Bodenfahrzeug rufen. Los! Okay. Also werden wir jetzt wahrscheinlich unser erstes Fahrzeug bekommen. Weil es ist eine coole Waffe, muss ich mal sagen. Die erinnert unheimlich stark an Halo. Cool. Gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr schön. Und man sieht auch schön auf dem Display die Munition. Das ist auch gut, wie viel Schuss man hat. Wer schießt denn da? Ach, da ist noch jemand. Hui. So, da müssen wir hin. Dann gehen wir mal da weiter. Das Level kennen wir ja von gerade, oder beziehungsweise von der letzten Folge. Wir haben... mussten da oben zu dieser Antenne hin. Und jetzt müssen wir doch anscheinend... Was war das? Aber es wird auch, Tag- und Nachtwechsel ist auch dynamisch, fällt mir gerade auf, weil im Turm war es auch... Vorsicht! Was jetzt? Oh, Event beginnt. Jetzt haben wir ein zufälliges Ereignis, was spawnen kann. Und wenn wir jetzt schnell genug sind und es finden... Ja, wo ist es denn? Ja, wenn ich es jetzt finden würde. Dann kann man da noch zusätzlich Punkte machen. Wir müssen... Ach, da müssen wir hin. Glatt vorbeigelaufen. Wenn man den zufälligen Event dann noch gewinnt, kriegt man, wie gesagt, noch zusätzlich Punkte. Das habe ich gestern auch mit Freunden zusammen gemacht. So. Hier ist der Sparrow Link. Der Sparrow Link. Entschlüsselte Lagerdaten, verschränkte Kettvektoren und wir sind verbunden. Wow. Okay, wenn du den Sparrow nimmst, sind wir in ein paar Sekunden an der vergessenen Küste. So, halt gedrückt, um den Sparrow zu links. Ah, okay, cool. Da hinten müssen wir hin. Dann wollen wir da mal. Müssen wir jetzt hier lang? Wahrscheinlich, ne? Hui. Hui. Uah. Ah, okay, das gibt nochmal so einen Schub. Wir müssen jetzt zur Küste. Wollen wir mal. Hui! Sieht so ein bisschen aus wie Podracer von Star Wars. Auch der Sound.
Sehr schön gemacht. Hey. Vergessene Küste. Alt-Russland, Erde. Fallenden benutzen eine Art Signalverstärker. Mal sehen, was sie übertragen. Ah, okay. So. Das sieht schon geil aus. Muss man ja mal lassen. Level 7? Wieso ist denn schon Level 7? Wir sind doch erstmal Level 3 oder 4. Was ist unsere Spezialwaffe? Ach ja, die. Genau. Der Zerstäuber. Der Zerstäuber ist unsere Spezialwaffe. Ich find's gerade sehr, sehr... Was ist das? Leuchtende Kugeln oder Bälle oder Staubkörner. Ich muss sagen, es ist sehr, sehr gerade sehr atmosphärisch. Auch mit der Musik. Gib mir eine Sekunde. Ich genieße das gerade. Signal ist gestört. Keine Gefallen. Checken wir das andere. Und die sind anscheinend da hinten, er zum Beispiel und der andere, der vorhin hierbei war, da waren ja zwei, die scheinen schon in der Mission weiter zu sein. Die haben wahrscheinlich schon den anderen Turm gescannt. Also sieht man, dass halt mehrere in einer Mission spielen können, aber halt jeder spielt so quasi seine eigene. Aber das macht das Ganze noch ein bisschen cooler irgendwie und lebhafter, finde ich. Ah, das sieht so toll aus. Ich kann mich gar nicht satt sehen an dem Spiel. Ich könnte einfach nur direkt in den Fernseher springen. Ich weiß nicht, warum. Danke, dass du den erledigt hast. Tum, 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 tum. So. Dann wollen wir mal... Spielen wir jetzt mit denen zusammen, oder... Müssen wir das jetzt ausscannen? Weil das war jetzt sein Geist, der da jetzt scannt. Nee, wir müssen das ausscannen. Okay. So. Selbe Übertragung. Wir stehen kurz vor Level 4, im Übrigen. Sieht man am unteren Bildschirmrand. Sind bald mit etwas in der Himmelswacht verbunden. Sehen wir uns das an. Ist mit der Himmelswacht verbunden. Sehen wir uns das an. Okay. Also müssen wir jetzt wieder... Ja, anscheinend zurück... Werden wir uns mal unser Transportmittel rufen. Ein bisschen dahin fliegen. Weil dann geht's doch ein bisschen schneller. Juhu! Hua! So. Ui, was ist das denn? Okay, ist doch noch ein weiter Weg. Oder? Ach nee, jetzt kommt ja dieses Parkhaus. Stimmt, dies hatte ich ja auch schon gestern in der... in der Let's Play Live Show. Ich liebe Parkhäuser in Shootern. Ich liebe sie. Ich liebe Parkhäuser. Habe ich das schon mal erwähnt? So. Dann heißt es jetzt kämpfen. Kämpfen. So, jetzt werden wir wahrscheinlich nicht lange alleine bleiben und jede Menge Besuch bekommen. Respawn eingeschränkt. Ja, da geht's schon los. Hab ich doch gesagt. Oh, mein Aiming. Mein Gott. Mein Aiming. Wow, wow. Die haben Schwerter. Die haben Schwerter in den Pfoten. Die haben Schwerter in den Pfoten. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt Schwerter. Ich habe aber eine Knarre. Wow. Da hinten wieder ist ein etwas schwerer Gegner. Den wir aber ganz locker erledigen werden. Ich darf nicht vergessen, meine Granate kann ich ja werfen.
glaube, der ist schon hinüber, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, den haben wir mit der Granate haben wir den erledigt. Sehr schön. Survival! Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Uah, nicht sterben, Reflex. Bam! So. Puh, das war knapp. Aber das haben wir ganz easy gelöst. Sehr schön. So, ich habe ja gesagt, ich liebe Parkhäuser. Da darf mich keiner toten Geist wiederbeleben. Oh. Neue Karte. Irgendwas mit Karte haben wir jetzt gerade bekommen. Okay, man sollte also doch schon sich mal umsehen. Dann werde ich das doch in Zukunft doch mal machen. Ah, das ist ja nett. Kann man denn hier irgendwie, haben wir hier irgendwas? Oh, oh, oh. Upgrade, ja natürlich. Die Nova-Bombe, die werden wir mal ausprobieren jetzt demnächst. So, aber was ist denn mit Karte, hieß es da doch irgendwie? Karte. So, das ist meine Freundesliste. Equip. Was haben wir hier? Geist, okay, wir haben nur den einen Geist, wir werden wahrscheinlich mehrere haben. Abzeichen. Ausrüsten. Schwungschiff. Was war das denn mit Karte gewesen? Okay. Naja. Super bereit. Achso, das ist jetzt diese Nova-Aktion. Super bereit. Ich bin super bereit. Yeah. Das ist jetzt dann halt diese Nova-Bombe, die wir mit L1 und R1 gleichzeitig aktivieren können. Das werden wir direkt mal bei dem Endgegner ausprobieren. Die Gefallenen sind mit irgendetwas hinten in diesem Raum verbunden. Boah, sie sind unsichtbar. Unsichtbar. Nein. Okay, dann müssen wir das jetzt neu machen. Nein. Ja, dann müssen wir das halt nochmal von vorne machen. Ist ja nicht schlimm. Ja, wird nicht einfach. Und vor allem alleine ist es natürlich richtig schwer, wie ich schon vermutet hatte. Aber das kriegen wir auch hin. Das ist nicht das Problem. Dafür sind wir ja da. Und dafür heiße ich ja Reflex. Was ist euch das denn? Ja, komm doch her. Trau dich doch. So, erledigen wir die. Oh, da liegt ein Skelett. Ob wir gleich nochmal den Geist finden müssen, der da in dem Spind lag? So. Da hinten ist wieder der Große, der Dicke da. Nein, den Geist, den haben wir, der hier drin lag. Okay. So, der Große ist auch weg. Da ist nur noch einer. Das ist er. Und den haben wir jetzt auch erledigt. Sehr schön. Der Große hatte sich hier letztens versteckt. In der Vorrunde. So. Ist hier noch irgendwas am Liegen? Nein. Okay. So. Dann gehen wir weiter. Kommen jetzt wieder die Unsichtbaren. Da werden wir mal so ein bisschen aufräumen mit unserer Nova-Bombe. Aua, ich muss mich einmal jucken. Aua. So. Die Gefallenen sind mit irgendetwas in diesem Raum verbunden. Vielleicht gehen wir das ein bisschen anders an. Müssen wir mal gucken. Boah, vielleicht sollte ich das doch ein bisschen anders angehen. Das ist, glaube ich, ein Fehler, so reinzurennen. Nein. Fuck. Ja, so geht's nicht. Also so reinlatschen bringt dann auch nichts. Ist ja klar. Was wollt ihr denn? Sterben? Ja, und sterben.
Ich habe meine Granate noch nicht. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ach, da sind zwei von denen. So, wiedersehen. So, das ging ja ein bisschen zügiger. Sehr schön, haben wir da hinten noch Munition? Ja, die nehmen wir noch auf für die... Oder? Ah, ne, doch nicht. Doch! 5. Ist hier noch was drin? Noch gar nicht geguckt gehabt. Nö. So. Dann nehmen wir mal Weide. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das ein bisschen klüger angehen, das Ganze. Jetzt haben wir ja unsere Granate wieder. Und unser Superbreit. Die Gefallenen sind mit irgendetwas hinten in diesem Raum verbunden. Superbreit. Superbreit, Superbreit. So, was haben wir hier? Nichts. Okay. Kokons. Nanu? Nanu? Bin ich hier bei Alien? Alien Isolation? Okay, also die Unsichtbaren haben wir schon mal sehr schön erledigt. Wiedersehen. Wah. Wah. Bam. Also super bereit, werden wir gleich mal einsetzen. Wenn dann wahrscheinlich der Endgegner kommt oder sowas. Die Gefallenen wollen Zugriff auf diese Maschinen. Aber irgendetwas wehrt sich. Noch können wir es nicht zerstören. Das wird noch dauern. Okay, das heißt für uns... Wellenangriff! Hallo, hallo, spring doch da hoch! So. Schwieriger der Gegner, aber das kriegen wir locker hin. Okay, vorbei. Zwei auf einmal kann man damit auch erledigen. Wo willst du hin? Bleib hier. Wow. Nahkampfangriff ist gar nicht mal so schlecht manchmal. Mal ein bisschen warten, dass unsere Energieanzeige da oben auffüllt. Uah. Diese schwebenden Dinger da. So, senken. Wow. Schön. Boah, jetzt geht's aber hier ab, hier die Action, wa? Jetzt ist aber hier die Hölle los. Meine Güte. Das ist aber hier echt die Action hier. Was ist denn mit super bereit? Was kann ich denn da machen mit? Bäm! Okay. Das war ja mal richtig geil. Das ist natürlich super, weil wenn so eine Gegnerhorde kommt, kann man die natürlich sehr schön erledigen. So. Da muss noch irgendwo einer... Stirb! So. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Oh, nee, doch nicht. Wow, was ist das denn? Was ist das denn? Ein Riesenauge. Ein Riesenauge, okay. Gehen wir den super bereit nochmal behalten. Oh, der braucht schon eine Menge von der Flinte. Puh,
Ah, das Gleiten ist schon eine geile Funktion. So. Aber man merkt schon, es ist schon ganz schön Stress alleine. Ja, hier mit der Gegnermenge. Okay, ich habe alles rausgezogen, was ich stehlen konnte. Wird doch mal Zeit. Wir sollten dieses Ding zerstören. Ja, wird doch mal Zeit. Wir sollten dieses Ding zerstören. Okay, ich muss eben nachladen. Moment, geht sofort weiter. Nein, machen wir einfach so. Bam. So. Viel haben sie nicht bekommen wegen der Fireball. Da hinten ist noch Munition. Alte Erde. Ist noch Munition. Russisch. Hör mal. Sehr schön. Hier liegt auch noch Munition. Die Legenden stimmen. Es hat wirklich ein Kriegsgeist den Untergang überlebt. Rasputin. Eine KI zur Verteidigung der Erde. Er hat die Dunkelheit bekämpft und überlebt. Und er schützt etwas hier im Kosmodrom. Wir müssen irgendwie an ihn rankommen. Tja, wir müssen irgendwie an ihm rankommen. So, Nova-Bombe. Wir haben, glaube ich, ein neues Upgrade bekommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Neue Schuhe als Prämie. Schauen wir uns dann gleich direkt mal an. Kann man nämlich direkt dann weiter ausrüsten. Everything is awesome. Gehen wir direkt in den Turm wieder. So. Victor, habe ich das richtig gelesen? Victor Edi? Heißen die Schuhe. Und ich glaube, heute ist der heißeste Tag hier. Ich glaube, in ganz Deutschland. Boah, es ist sowas von warm. Das gibt's gar nicht. Über 37 Grad haben wir es draußen. Das ist unglaublich. So, dann werden wir jetzt mal uns weiter ausrüsten und uns mal die neuen Upgrades ansehen, die wir dann jetzt bekommen haben. Anscheinend, wenn ich das richtig gesehen habe, können wir unsere Super Bright Fähigkeit verbessern. Super Bright. Super geil. Du bist super bereit. Super geil. So. Dann sind wir wieder im Turm. Und schauen uns das Ganze mal an. Nein, falsch. So. Also. Nee, können wir doch nicht. Was erzähle ich denn da? Nee. Energieabzug. Ein mächtiger Power-Nahkampfangriff, der Feinde Energie entzieht und damit die Abklingzeit deiner Granate verringert. Oh, okay. Das wäre das nächste, was wir bekommen. Aber hier haben wir was bekommen. Ah, hier können wir wieder kodieren lassen. Oder dekodieren lassen. 34 haben wir dann Anzug. Aber hier haben wir noch Schuhe, die anscheinend besser sind als unsere. Die ziehen wir doch direkt mal an. Können wir wahrscheinlich besser mitlaufen, ne? Eine Reise führt dich an Orte von alter Macht. Lass nicht zu, dass der Respekt deiner Neugier im Weg steht. Ja, das passt ja. Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Slogan für eine Autowerbung. Naja. So, pass auf. Pass auf, machen wir jetzt hier. Ja, die haben wir ja. Ich finde die Waffe echt total geil. Hat richtig was. So. Ah, da wird sofort angezeigt, man kann halt was dekodieren. Das machen wir doch direkt mal. So. Und schauen uns das direkt auch mal an. Wenn wir schon dabei sind. Oh, da brauchen wir Level 5. Also, wenn wir aufgestiegen sind beim nächsten Mal, dann dürfen wir uns den Anzug anziehen. 33 Resistenz und 12 Stärke bekommt man dazu. Du kannst mehr Munition für den Impulsivgewehr tragen oder Impulsgewehr tragen. Okay, das ist sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, das machen wir in einer weiteren Folge Destiny Beta. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und dann geht's hier weiter. Also, macht's gut. Ciao.